Okay, dann stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Susanna Bastian-Khorasani. Ich bin in Teheran geboren und in Berlin aufgewachsen. Ich bin Heilpraktikerin seit 6 Jahren, arbeite in eigener Praxis in Berlin. Meine Schwerpunkte sind Phytotherapie, das ist die traditionelle Pflanzenheilkunde, die Ernährungsberatung, die ganzheitliche mit Schwerpunkt der Makrobiotik und Atemtherapie. Das sind meine 3 Bereiche. Ich bin zudem noch Mama. Und ja, freue mich, hier zu sein bei dir. Ja, schön. Ich freue mich auch riesig, dass wir heute schnacken. Und das ist ja auch auf jeden Fall eine Menge. Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, das alles unter den Hut zu bekommen, selbstständig zu sein und dann noch Kinder zu haben. Oder du sagst es, genau. Ja. Wie schaffst du das denn? Ich habe, als meine Kleine 3 Monate alt war, mit einem Tag in der Woche angefangen, sodass ich einfach dabei bleibe bei meinem Beruf, weil der mir auch sehr wichtig war und auch die Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich begleite therapeutisch. Ich wollte halt nicht so ganz weg vom Fenster sein. Andererseits war mir natürlich auch mein Kind ganz wichtig. Also es war schon ein Spagat und nicht ganz so einfach, muss ich schon sagen. Also kräftemäßig, weil man ja sehr mit der Aufmerksamkeit draußen die ganze Zeit ist, also beim Kind, dann bei den Patienten, da muss man schon sehr gut für sich sorgen, dass man sein Energielevel gut hält, also gut haushaltet. Und das ist auch irgendwo mein Thema, worüber wir heute auch vielleicht sprechen können. Ich spreche immer gern vom Kontostand. Wo ist mein Kontostand gerade? Ja? Also wo bin ich, wo befinde ich mich gerade? Was kann ich tun, um wieder mehr einzuzahlen, um wieder mehr Energie zu haben? Genau, wo will ich hin? Was brauche ich? Ja. Das sind so meine Themen. Wie nähere ich mich richtig? Super. Ja, das finde ich total spannend. Da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich wollte dich mal ganz kurz fragen, was machst du denn, um deine Kontostände hochzuhalten, persönlich? Ja, also ich, warte mal, ich mache schon viel. Ich muss mal kurz überlegen. Also ich gucke halt, dass ich die Nahrung esse, die mir gut tut. Also wo ich einfach merke, wow, da habe ich Energie. Und sehr viel helfen mir meine Heilpflanzen als Teezubereitung. Also ich trinke zum Beispiel morgens einen Heilpflanzentee und auch abends. 3-mal wäre noch besser, aber 2-mal wäre das Minimum, wenn man davon profitieren möchte. Das ist die Phytotherapie, die ich nachher nochmal genauer erläutern möchte. Also mit Heilpflanzen unterstütze ich mich sehr gut, aber auch mit Heilnahrung. Also ich beschäftige mich viel mit Nahrung im Sinne von also wir konzentrieren uns ja hier in der westlichen Welt immer auf die Nährwerte, aber jedes Nahrungsmittel hat auch einen energetischen Wert oder eine energetische Bedeutung. Das eine Nahrungsmittel macht eher fröhlich, das andere eher melancholisch, kann man wirklich sagen, das andere wärmt ein, das andere kühlt ein. Und je nachdem, wenn man sich ein bisschen auskennt, was man so braucht und wo man gerade steht, dann kann man sich sozusagen auch energetisch nähren und füllen. Genau. Und darauf konzentriere ich mich halt auch. Ich esse dann sehr viel Getreide, volles Getreide mit Gemüse und guten Fetten. Also gute Öle. Ich schwöre total auf gute Öle und Fette, weil der Körper das einfach braucht und auch die Nerven. Und trinke gute Säfte wie Granatapfelsaft. Nehme morgens mal einen Löffel Leinöl und esse Getreide wie Rundkornreis, Buchweizen, jetzt auch nicht nonstop, ja, ich bin auch ein Genussmensch, muss ich dazu sagen, aber ich baue schon so eine Mahlzeit am Tag ein, die mir sehr, sehr gut tut, ja. Ah, wo wir gleich schon beim Thema wären, denn das ist auch ein Riesenthema von dir, ne? Kennst dich super gut aus, dass die Nahrung meine Medizin sein, glaube ich, ist auch ein Spruch von dir oder ein Motto? Nee, leider nicht von mir. Das ist von Hippokrates. Lasse Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung. Und je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr ist das einfach wahr. Also es ist wirklich so, wenn man mal alles weglässt und guckt, wie geht es mir mit dem einen Nahrungsmittel und dann tue ich das andere noch dazu, dann merkt man ungefähr, was das alles mit einem macht. Weil wenn man alles durcheinander und jeden Tag abwechselnd isst, dann merkt man die ganzen wirkspezifischen Bereiche gar nicht, ne? Worauf wirkt was? Und ich versuche auch manchmal zu reduzieren oder dann nur nicht so viele Sachen zu mischen, weil unser Körper, das wissen auch viele nicht, oder
Unsere Verdauung ist gar nicht so angelegt, dass wir so viel auf einmal verdauen können. Verschiedene Nahrungsgruppen zum Beispiel. Ne? Tierische Eiweiße kombiniert mit Kohlenhydrate braucht eigentlich 2 Enzymvorgänge, um alles richtig gut zu verdauen. Die meisten haben gar nicht die Kraft und fühlen sich dann deswegen nach einem Braten mit Kartoffeln oder Nudeln sehr, wie sagen, sehr voll und sehr schwer und müde. Ah. Das ist auch ein Grund, ja. Das ist ja total spannend. Ich habe mich ja damit auch befasst in der TCM-Ausbildung. Und, toll. Ja, deswegen habe ich das auch selbst am eigenen Körper immer getestet. Und man muss schon, also du hast wahrscheinlich eine gut ausgeprägte Intuition beziehungsweise gut ausgeprägten Signal oder wie soll ich sagen, Kommunikation da mit deinem Körper. Kannst gut darauf hören, was dir gut tut und was nicht. Ja. Also ganz ehrlich, das habe ich von meinem Vater geerbt. Mein Vater kommt aus Persien, das hat jetzt nichts damit, doch das hat vielleicht damit zu tun, aber unsere Vorfahren aus der persischen Seite, von der persischen Seite her, die sind alle in unserer Familie, kommen aus Heilerberufen und kennen sich sehr gut mit natürlicher Medizin aus. Also so ein bisschen ist mir das auch dadurch in die Wiege gelegt worden. Und auch meine Großmutter, die wusste einfach, wenn man jetzt Nierensteine hat, dann kocht man die Kirschstängel aus und trinkt puren Sellerie, nicht Sellerie, befasse mich gerade wieder mit der Selleriekur von der Anthony William, trinkt Rettich, schwarzen Rettichsaft, ja, was auch richtig hart ist. Also einfach so dieser natürliche Umgang mit natürlicher Medizin, das kommt ja aus diesen ganzen Kulturen, Indien, China, Persien. Und damit bin ich zum Teil auch groß geworden, genau. Ja, ich glaube, da haben wir in der heutigen Welt so ein bisschen den Bezug zu verloren. Deswegen finde ich das umso spannender, wenn wir da ein paar Tipps vielleicht von dir kriegen können oder einfach wir beide noch mal ein bisschen darüber sprechen können. Erstmal zu Nahrungsmitteln und dem Energiewert. Ich zum Beispiel, ich habe die Feststellung gemacht, dass ich habe früher auch immer echt viel so Salate gegessen und so, einfach weil ich was Frisches brauchte und auch Bock drauf hatte. Jetzt mache ich das auch im Sommer, aber im Winter tut mir das überhaupt nicht gut. Da koche ich das Gemüse lieber und mache daraus einen Curry. Und das tut mir viel besser. Das merke ich total, dass ich danach viel energiegeladener bin. Was sagst du dazu? Ja, und das hat natürlich aus TCM viel mehr Energie gekochtes Gemüse als, es ist einfach besser für den Körper. Ja. Also man sagt, esse das, was in der jeweiligen Umgebung zu der jeweiligen Jahreszeit wächst. Dann bist du immer ganz gut bedient und kannst dich an dein derzeitiges Klima ganz gut anpassen. Und da steckt viel Wahrheit drin, wenn man sich mehr damit beschäftigt, weil zum Beispiel wachsen ja Früchte im Süden, wo es heiß ist, weil Früchte haben einen kühlenden Effekt, die kühlen einen eher runter. Und wenn ich jetzt im Winter hier in Deutschland Südfrüchte die ganze Zeit konsumiere, die eigentlich gar nicht in meiner Umgebung natürlicherweise wachsen würden, dann gebe ich meinem Körper auch gewisse Fehlinformationen und er ist sehr irritiert. Das kriegen wir natürlich nicht richtig mit, also wir merken es dann vielleicht in Form einer Unterkühlung, Erkältung. Und wenn wir jetzt auf Dauer das machen würden, ne? Also Früchte kühlen eher und geben einem ja schnell Energie. Und im Winter brauchen wir aber andere Kräfte. Wir brauchen eher zum Beispiel Wurzelgemüse, ja, das, was einen wirklich erdet und was einem wirklich Kraft gibt, was in der Wurzel steckt. Wir brauchen ja Kraft, um diesen Winter, um diese Kälte zu überstehen. Und von daher auch Nahrungsmittel, die einen wärmenden Charakter haben. Und das sind Heilpflanzenwärmen zum Beispiel. Volles Getreide hat einen wärmenden Effekt und auch das Gemüse und vor allem das Wurzelgemüse. Und die kalten, also Salat zum Beispiel, hat auch eher was Kühlendes und ist eher sogar schwer verdaulich, abends vor allem gegessen. Das wissen vielleicht auch manche nicht und denken, sie tun sich was Gutes abends, indem sie einen Salat, was Leichtes essen, aber Salat ist wirklich schwer bekömmlich am Abend. Da wäre dann gekochtes Gemüse mit Reis, am besten nicht den weißen geschälten Reis, sondern dann den Reis mit dem Schälchen drum, weil da sind die ganzen Nährstoffe dran. Genau, also einfach gekocht, ich würde sagen, volles Korn plus Gemüse plus gute Öle, Samen, auch Rohkost, aber vielleicht nicht so viel prozentual gesehen, vielleicht 10-20%. Ja. Interessant. Wo wir da auch noch bei dem Thema wären, das hört sich immer so langweilig an, gesunde Ernährung. Und oder wie soll ich jetzt sagen, gekochtes Gemüse, da gucken mich immer alle Patienten an, oh Gott, so nach dem Motto, oh
Gott, bloß, das hört sich jetzt so an, wie ja. so Gemüse in einen Topf und dann... Ja, das Problem habe ich leider auch in der Praxis dann. Was kann ich denn dann noch essen, wenn, ja, genau. wenn ich zum Beispiel sage, zum Beispiel in meiner Praxis, wenn ich ganz kurz nochmal ausholen darf, ja. Ist mir halt, ich mache halt auch die Harndiagnostik. Das heißt, ich untersuche den Urin. Ist eine ganz alte Methode mit Hilfe von Chemikalien und untersucht die Vitalfunktion der inneren Organe. Also guckt, wie sind die Schleimhäute, sind die gereizt, filtert die Leber ausreichend, arbeitet der Pankreas, ist der Mensch übersäuert. Und aufgrund dieser Informationen kann ich eigentlich erst eine Ernährungsberatung anbieten, weil ich dann sozusagen den Menschen erst abholen kann, weil ich sehe, ah, okay, deswegen bist du müde, weil es gibt tausend Gründe, warum ein Mensch müde sein kann. Und ganz oft, so 70-80% ist es oft die Leber, ja, weil der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, sagt man. Und wenn die Leber nicht richtig gereinigt ist, also wenn die zum Beispiel, die ist auch verschlackt von Gallensäften im Laufe der Jahre, das kann man auch mal reinigen zum Beispiel und dann würde das Blut viel besser gereinigt werden und dann würde man seinen Darm entlasten, damit würde man einen tieferen Schlaf bekommen, eine bessere Haut, hätte mehr Energie. Also alles spielt natürlich miteinander, spielt alles ein Zusammenspiel. Ne? Und aufgrund dieser Harndiagnostik, die ich mache, kann ich halt irgendwie so gerade sehen, ja, wo bist du gerade? Ja, und kann dich dann demnach aufbauen. Und bei den meisten sind die Schleimhäute so gereizt. Und darauf achten halt die meisten, also darauf achtet meiner Meinung nach, also ich kenne niemanden, der sich mit dir über deine Schleimhäute unterhalten würde, oder? Mhm. Und das ist mein Ausgangspunkt, dass ich sage, das ist die Pforte der Gesundheit. Wenn die Schleimhäute nämlich auf einem guten Niveau, also gut protegiert sind, also gut aufgebaut sind, können die ganzen Bakterien, Viren, Parasiten, Würmer etc., alles gar nicht, Würmer, gar nicht in dich reinkommen. Dann ist dein Immunsystem stark. Und wie schaffe ich es, die Schleimhäute aufrechtzuerhalten? Indem ich mein Blut sauber halte, basisch halte. Und das geschieht wiederum über die Nahrung. Und Heilpflanzen, die ich als Arzneimittel verschreibe, die verschreibe ich in Form von Tee. Aber das ist auch ein Nahrungsmittel, ne? Genau wie Heilsuppen. Und da unsere Nahrung heutzutage gar nicht mehr richtig ausgewogen ist, weil die Bodendünger viel zu viel Überhand nehmen und Pestizide und in der Luft und im Meer und das Plastik und die Kosmetikindustrie und so viel Chemikalien überall um uns herum leider mittlerweile sind, ist es einfach notwendig, dass wir uns qualitativ besser nähren. Also, dass wir, dass es irgendwie, wie soll ich sagen, ja, dass wir uns ja, mehr unterstützen, mehr Hilfe holen aus der Natur. Ja, ja. Du, kurze Zwischenfrage, wie erkennt man das, dass die Schleimhäute nicht, wenn man jetzt, ja, wie sieht denn das aus oder wie fühlt sich das genau, aus? Genau, also ich mache das nach der Anton-Schwenk-Methode und da ist ein Röhrchen, was ich mit einer Chemikalien versetze und wenn sich das trübt oder auch Flocken bildet, dann ist das ein Zeichen oder je nach Farbigkeit, ob die Schleimhäute gereizt sind oder nicht. Also das ist ein ganz chemischer Prozess, der von Chemikern analysiert worden ist. Also wenn da gewisse Nachweise im Urin sind, dann verfärbt sich das oder gibt eine andere Konsistenz ab. Aha. Ja, und das ist ein Chemielabor in meiner Praxis. Und natürlich lasse ich mir auch die Blutbilder gerne zeigen, ne, von den Patienten und schaue auch noch in die Augen rein, also die Iris-Diagnostik. Das sind meine drei Pfeiler neben der Anamnese noch, wo ich einfach gucke, ich versuche halt so viel wie möglich von den Menschen zu scannen, mitzukriegen. Wie spricht er, wie guckt er, wie sieht die Haut aus, wie riecht er, wie sind die Haare, wie ist der Ausdruck der Augen, weil alles hat organspezifische Hintergründe, wenn man sich damit mehr beschäftigt. Das weißt du ja wahrscheinlich auch aus der TCM, ne? Ja, genau. Und die Chinesen sind da ja seit 5000 Jahren auf dem Gebiet aktiv, was Naturmedizin angeht und die sind da ganz weit vorne, also genau, und das studiere ich auch immer mehr und mehr und mache halt eine ausführliche Anamnese und untersuche den Urin. Das gibt mir halt Aufschluss auf die inneren Vitalfunktionen. Die sind viel aussagekräftiger als die Blutwerte, muss ich dazu sagen, weil in den Blutwerten siehst du zum Beispiel erst, wenn die Leber zu 50% kaputt ist, sieht man es ja fast erst im Blutbild, also wenn es eigentlich schon zu spät ist. Während die Harndiagnostik ein Früherkennungsdiagnostikum ist. Du kannst sehr früh sehen, das heißt nicht, dass die Leber dann krank ist, sondern dass sie vielleicht gerade schwächelt, dass da eine Insuffizienz, eine Schwäche hintersteckt. Und dann kann man halt schon prophylaktisch oder schon vorbeugend was dagegen tun oder dafür tun,
dass es halt nicht mehr weiterläuft, weil das Alter macht die Sache ja nicht besser. Jeder Mensch kommt mit einer gewissen Grundkonstitution auf die Welt und erwirbt dann auch noch im Laufe seines Lebens aufgrund seiner Lebensweise andere Schwachstellen, von denen er vielleicht gar nicht so mitkriegt. Aber alles in allem ist dann ein Paket und je nachdem, wie du dich nährst, nährst du auch unbewusst, ohne es zu merken, auch deine Krankheiten in Anführungszeichen oder deine Schwachstellen. Ich sage immer, jeder hat sein Eis an einer anderen Stelle dünn, ne? Und irgendwann bricht es dann halt. Bei dem einen sind es die Nieren, bei dem anderen die Leber, bei dem anderen die Schilddrüse, ja, und so weiter. Das muss man halt, das gilt es halt rauszufinden. Wo sind die Schwachstellen? Wenn du zu mir kommst, versuche ich mit dir deine Schwächen zu finden, um dich dann zu stärken. Das ist mein Ansatz. Ja, hört sich gut an. Kurze Frage. Was würdest du einem Patienten empfehlen, der jetzt, also wir haben ja vorhin über Säure und Basen gesprochen und du hast gesagt, basische Ernährung, also zum Entgiften. Wenn jetzt jemand, es gibt ja viele, die sind so, klar durch die heutige Ernährung auch, gar nicht so in Kontakt mit ihrem Körper, wissen gar nicht, was dem Körper so richtig gut tut und müssen auch erstmal von diesen ganzen Alltagsgiften und diesen Genussmitteln, wie jetzt zum Beispiel Kaffee und all solche Dinge, die uns übersäuern, Fleisch und Milchprodukte und Alkohol vielleicht, vielleicht erstmal runterkommen. Und dazu ist ja vielleicht erstmal am Anfang so eine Entgiftungskur oder einige Fasten oder was weiß ich, eine Basenkur. Was würdest du da am Anfang empfehlen? Das Schöne ist, es gibt tausend verschiedene Varianten, die man machen kann. Es gibt wirklich so viel und jeder sollte vielleicht erstmal drüber nachdenken, was er für ein Typ ist. Ja, der eine braucht es ganz radikal und er braucht einen Plan, was er morgens, mittags, abends essen darf oder nicht essen darf. Und der andere nimmt sich eine Sache, wie zum Beispiel meinen individuellen Tee, ja, der ja am Ende kein Tee mehr ist, sondern wirklich ein Arzneimittel und versucht dieses natürliche Arzneimittel dreimal täglich in sein Leben zu integrieren, was schon echt viel ist. Also man kann verschieden ansetzen. Man kann sich, um sich zu entgiften, rate ich den meisten erstmal ins Plus zu kommen, weil Entgiftung, sprich Heilung, ist auch nicht immer so angenehm. Also viele wundern sich, weil sie dann erstmal Kopfschmerzen bekommen, schlechte Haut bekommen, Pickel bekommen, vielleicht auch eine sehr schlechte Laune, weil die ganzen Giftstoffe, die lösen sich ja auch, ne, und gehen ins Blut über und können Kopfschmerzen verursachen, wie schon gesagt. Und das muss man auch erstmal aushalten. Und deswegen, die meisten, die krank sind, denken, oh, jetzt entgifte ich mich, jetzt mache ich alles und rutschen dann noch ein bisschen weiter ab. Also ich rate erstmal zu gucken, wo sind meine Schwächen, wo will ich hin, was stärkt mich? Und dann mit Sachen wie Superfoods, Heilpflanzen, erstmal ins Plus kommen, wo du dich richtig gut fühlst. Und jeder weiß, was einem gut tut. Die meisten von uns wissen, dass Bewegung gut tut, ausreichend Schlaf, Meditation, Abschalten, Reize minimieren, ne? Natürlich belassene Nahrungsmittel, keine industriellen Fertigprodukte, kein geblichenes Salz zum Beispiel, weil das die Schleimhäute weiterreizt oder auch der Zucker. Wenn dann immer die natürlichen Quellen. Zucker ist zwar Zucker und bleibt immer Zucker, aber es gibt guten Zucker und schlechten Zucker. Dass man vielleicht die Sachen austauscht in seinem Haushalt, anstatt das chemisch jodierte Kochsalz in der Küche, könnte man sich schönes Himalaya-Salz kaufen oder Kokosblütenzucker oder morgens eine halbe Zitrone. Mit Wasser trinken ja sehr viele, wobei ich da auch mal kurz sagen muss, dass das auch auf einer gewissen Weise entgiftend wirkt, auf einer anderen Weise aber auch wieder die Schleimhäute reizt. Also alles hat immer seine Vor- und Nachteile und es ist ganz wichtig, ja, das ist echt eine hohe Kunst. Also auch ich bin noch am Anfang, habe ich das Gefühl, und lerne auch noch viel dazu und kann nur weitergehen, was ich jetzt in den letzten Jahren an Erfahrung gesammelt habe, ne, an mir und auch bei den Leuten, bei den Patienten. Ich finde es interessant, dass du das sagst, dass es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt und jeder so ein bisschen das Individuelle für sich rausfinden muss, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es gibt kein Pauschalrezept, ja, so entgiftet man. Gibt es schon wahrscheinlich im Internet, aber für jeden ist was anderes gut, ne? Und deswegen einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten angucken und wie du schon gesagt hast, der eine braucht ganz strikten Plan und der andere guckt ein bisschen individueller auf eigenen Bedürfnisse und natürlich auch abgestimmt mit dem Alltag. Ne? Es kann nicht jeder, jemand, der so total krass im Schichtdienst steht, kann nicht das eine. Ja. Jemand, der
sechs Kinder hat oder so, kann nicht das andere. Also das ist irgendwie was ganz Individuelles. Und das ist wirklich auch ein schönes, Entschuldigung. Ja. Nee, sag du. Das ist wirklich ein schönes Thema, weil ich genau das mit den Leuten bespreche, weil es nützt ja gar nichts, hochmotiviert jetzt strikt 3 Wochen jetzt nur das und das zu machen und dann alles über Bord zu werfen, weil es dann doch zu anstrengend ist. Deswegen wirklich ehrlich sein, ne? Ehrlich mit sich sein, zu gucken, wo stehe ich gerade, wo sind meine Schwächen und was kann ich wirklich durchziehen. Und mit dem einen, der eine sagt, ich möchte einfach nur den Tee integrieren. Der andere sagt, nein, ich kann 5 Sachen am Morgen machen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand zum Beispiel genügend Fettpölsterchen hat, ja, und diszipliniert ist und Zeit hat und Lust hat, ist Fasten natürlich wunderbar, ja. Fasten ist immer gut. Also die meisten Patienten, die medikamentenabhängig leider sind, können nach wenigen Fastentagen schon die meisten Medikamente streichen, ja. Nur gehen sie dann wieder über in ihre alten Gewohnheiten, ne? Fallen sie dann oft zurück und dann landen sie genau an demselben Punkt. Und daran sieht man, es geht nicht darum, temporär was zu ändern, sondern langfristig und wirklich zu schauen, wie doll habe ich mich lieb, was braucht mein Körper, was brauche ich, um glücklich zu sein und wie fühle ich mich, wenn ich was esse. Und ich glaube, wenn man verstanden hat, A, wie der Körper funktioniert und B, was mir persönlich gut tut, dann macht es auch total Spaß, weil du steigerst ja dein Potenzial. Also im Grunde ist mein Ziel als Therapeutin, von jedem das Potenzial zu steigern und das auf natürliche Weise. Und ich probiere natürlich alles, was ich empfehle, immer selber bei mir auch aus und kann nur Sachen empfehlen, die ich wirklich für richtig gut bei mir empfunden habe. Und auch, ja, und das hat sich bewährt bis jetzt bei meinen Patienten auch. Ja, schön. Bei den Mats. Nicht bei allen. Also es gibt natürlich immer Leute, die, ja, wie du schon gesagt hast, der eine geht gerne zur Hypnose, der andere macht Akupunktur, der andere geht jeden Tag joggen, ne, der andere fastet. Also jeder findet so seinen Weg, würde ich sagen. Ja, ja. Ich finde, für den Anfang kann man immer sehr gut empfehlen oder viele wissen gar nicht, was saure und was basische Lebensmittel sind. Und ja. Für den Anfang kann man einfach erstmal empfehlen, die ganzen sauren oder viele sauren Lebensmittel wegzulassen. Ne? Sehr guter Tipp, ja, also das ist eigentlich genau, das ist einer der besten Tipps, die man geben kann, dass man erstmal guckt, ne, welches Lebensmittel übersäuert mich leicht und welches reinigt mein Blut, hat sogar entgiftende Eigenschaften, genau, sich vielleicht damit erstmal auseinanderzusetzen, damit ist dann schon, weil damit wird das Blut gereinigt im Laufe der Zeit. Du kannst auch ohne Nahrungsergänzungsmittel und ohne teure Fastenkuren, kannst du mit der richtigen Auswahl von den richtigen Nahrungsmitteln dich langfristig total entgiften. Also ich mache zum Beispiel gerade diesen Hype gerade, habe ich gerade mir angeschaut, diesen Sellerie-Saft-Hype, wo man morgens Sellerie trinkt und es wirklich sehr, also man merkt wirklich, was es mit einem macht. Also das kann ich nur empfehlen. Genau. Ja, also, was macht das mit dir? Es füllt auf jeden Fall die ganzen Mineralspeicher auf und das ist total wichtig, weil die meisten Nahrungsmittel gar nicht mehr den Nährwert haben wie vor 50 Jahren, ne? Die Äpfel und die Lebensmittel. Man müsste viel mehr essen, um alles zu bekommen, was wir auch brauchen. Das schaffen wir schon gar nicht mehr und schon gar nicht so abwechslungsreich in unserer heutigen stressigen Zeit. Und der Sellerie hat halt in Saftform einen sehr hohen Mineralgehalt an Clustersalzen heißen die. Also Magnesium, Calcium, Kalium, alles ist und noch 1000 andere Sachen sind da gut drin. Und es hat auch Stoffe, die einen entwässern. Also man entwässert gut, man ist Mineralstoff angereichert, man bekommt sehr viel Energie, man hat gute Laune. Da sind auch Stoffe drin, die Laune heben. Man bekommt sehr gute Haut und die Verdauung wird sehr gut gefördert. Also da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die da die Leber wohl entgiften sollen. Das ist zwar alles medizinisch noch nicht nachgeprüft, aber das Internet ist voll von Erfahrungsberichten von Leuten, die das halt auch ausprobiert haben. Und ich kann immer nur, wenn ich selber ausprobiert habe, sagen, ne, was macht das bei mir? Und ich merke einfach, dass ich mehr strahle, dass meine Augen leuchten, dass meine Haut gut aussieht, die Verdauung gut ist und die Laune und der Energielevel einfach angestiegen ist. Ja. Und ich habe jetzt auch überlegt, mir eine richtig gute Saftpresse demnächst mal zu kaufen. Das ist auf jeden Fall auch. Ich glaube, heutzutage sollten wir in so eine Dinge investieren, weil das einfach, anstatt in die Rentenversicherung, weil
das ist irgendwie, ich zahle meine Rentenversicherung ein, indem ich sowas für mich tue, ne? Rausfinde, was tut mir wirklich gut. Und ich werde das vielleicht auch, ich werde es einbauen, also dass man halt auch Gemüse, Säfte sind halt, wenn du sie filterst von den Ballaststoffen, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dann wird die Verdauung halt nicht belastet. Und dann geht es halt direkt über die Magenschleimhaut ins Blut und kann dich gut versorgen. Also wirkt das nicht als, das sollte man nicht als, Lebensmittel, als Nahrungsmittel gesehen werden, sondern auch als Detox-Kur, dass man das eine Zeit lang macht, ne? Und ich habe das mal jetzt ausprobiert. Wir haben uns ja auch so einen Entsaft da geholt. Aber Sellerie-Saft schmeckt manchmal so ein bisschen, weiß nicht, ich kann den nicht pur trinken, es schmeckt nicht. Nach salzigem Gras schmeckt es. Aber man kann es auch mit Gurke, ne, erstmal. Und man gewöhnt sich wohl nach einer Zeit dran. Also viele sagen, dass sie es nicht trinken können. Ja. Ich bin da so ein bisschen hart im Nehmen, weil meine Tees schmecken auch nicht gut. Die schmecken manchmal auch bitter, aber es ist, wenn du merkst, was es mit einem macht, du, dann diese 2 Sekunden, ex und weg. Ja, genau. Und was ich auch immer noch wichtig finde, was wir auch schon mal besprochen hatten, als wir zusammen, als wir geredet haben, dass es auch wichtig ist, dass trotz all den Gesundheitstipps, die wir immer geben, dass man nicht dogmatisch ist, ne? Das sagst du ja auch immer, du bist Genussmensch und das Leben ist auch da zu genießen. Es ist auch da, um mal auf die Intuition zu hören und auch mal eben was zu machen, was jetzt ja vielleicht nicht gerade dem Plan entspricht. Absolut. Also das ist auch ein wichtiger Punkt und ich bin ja eigentlich auch dafür da, für Menschen, die wirklich auch mit sehr schweren Krankheiten vielleicht auch alleine gelassen worden sind oder sich nicht mehr zu helfen wissen, weil sie austherapiert worden sind mit der Schulmedizin und nicht mehr weiter wissen. So eine Leute kommen halt auch und ich gebe halt, meine Ernährungspläne sehen zwar sehr strikt aus, aber es ist nur die Straße, der Weg, der dir zeigt, es ist möglich, wenn du diszipliniert bist mit Nahrung und Heilpflanzen, dich wieder auf die richtige Spur zu bringen. Ja? Das ist jetzt, das hat sich jetzt öfters bestätigt, egal bei welcher Krankheit. Von MS über Krebs und es ist möglich, ich habe es gesehen, und aber da muss man natürlich auch was dafür tun, von alleine kommt es auch nicht und das ist nur die Straße, ich zeige einfach nur den Weg und am Ende geht es bei mir darum, eine gesunde Balance zu finden, zu gucken, wie geht es mir gut, also ich persönlich liebe auch das La Dolce Vita, das süße Leben und Mousse au Chocolat oder auch mal ich trinke auch mal ein Bier nach dem Saunaaufguss gerne. Also ich bin auch ein Genussmensch, aber ich schaue immer, dass ich irgendwie auf einem gewissen Level bleibe. Also da ich weiß, was mich wieder ins Plus bringt, kann ich ganz schön jonglieren. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute sich genauso gut kennenlernen und praktisch dann auch in einer gewissen Weise ihr eigener Arzt werden. Also dass sie sehen, heute habe ich gefeiert, heute war Geburtstag, heute war Weihnachten, so und jetzt mache ich mal 2-3 Tage wieder mehr das auf meinen Teller und dann geht's wieder. Ne? Die Dosis macht das Gift. Ja, genau. Das ist auch ein toller Spruch, aber der stimmt leider, der stimmt einfach. Und alles kann Gift werden, also auch Kamillentee, ja, wenn du es übertrieben viel trinkst, hat eine toxische Wirkung, habe ich gelernt. Ja, also man sollte seine Kontostände kennen, das ist super, das hast du uns ja auch schon zum Anfang gesagt. Und eine Frage. Ich habe viele Patienten, die sind auch, was du gerade schon gesagt hast, also die mögen es auch gerne mal süß und dann besteht da ja auch manchmal so eine gewisse Sucht nach was Süßem. Ja. Und hast du einen Tipp, wie man dem entgegenwirken kann? Ja, der schnellste Weg ist bitter. Ne? Durch Bitterstoffe werden die Bakterien, die wir haben ja fast bis zu 3 Kilo Darmbakterien, die uns sozusagen dirigieren, worauf wir Lust haben, worauf wir einen Jieper haben. Wir bestimmen unsere eigene Bakterienkultur in dem, was wir essen. Und wenn wir viel süß essen, dann wollen die das wieder haben. Die nähren sich davon. Und dann gibt es auch einen Befehl ans Gehirn, bitte gib mir jetzt sofort Zucker. Ja? Das ist wirklich eine Sucht und das ist nicht so einfach. Der schnellste Weg sind Bitterstoffe. Aber die meisten Leute mögen halt nicht gerne bitter, weil bitter ja genau das Gegenteil von süß ist. Sonst würden sie ja nicht süß so gerne mögen. Also das ist natürlich das ist nur eine 1-2 Wochen Umstellung und danach hat man diesen Jieper auf süß, der geht ja dann weg. Man könnte ganz langsam, auch wenn einem bitter zu heftig ist, also durch Bitterpflanzen meine ich, könnte man Radicchio-Salat in sein Essen einbauen, man könnte Brennnessel, Tee,
mehr trinken, weil der das Blut reinigt und ja, grüne Sachen einfach mehr essen, weil sie dann den Hieber auf Süß ein bisschen mindern. Genau, auch Magnesium. Magnesium hilft auch. Ja, magnesiumhaltige Lebensmittel. Ja, also ich verschreibe dann halt meinen Tee und die meisten Leute berichten, dass sie dann, dass dieser Hieber auf Süß nachlässt. Und ich denke, das liegt daran, dass die Darmbakterien sich mit der Zeit halt ändern. Weil der Tee ist ja auch wie eine Nahrung, ne? Der wird auch pur getrunken auf leeren Magen und geht halt auch direkt ins Blut und versorgt einen da an den Stellen, wo vielleicht Unterstützung gebraucht wird. Also den meisten von uns fehlt es morgens, vielleicht kann ich das noch sagen, die beginnen den Tag süß. Und wenn du den Tag gleich süß beginnst, dann wird die Salzsäureproduktion gleich eingestellt, ne, von den Magensäften. Und das ist ganz wichtig, dass wir eigentlich den ersten Eindruck, deswegen ist Selleriesaft so gut, der hat so was Salziges. Und dieser salzige Effekt löst sozusagen diese Salzsäureproduktion auch aus. Und damit kannst du dein Essen, egal was du isst, viel besser verdauen. Und es bleibt nicht liegen, bläht und gärt nicht vor sich hin. Es gibt keine Blähungen oder Verdauungsschwierigkeiten, wenn du genügend Säfte hast, um alles aufzuspalten. Und die Saftproduktionen werden durch Bitterstoffe gefördert. Durch Zucker macht der Körper praktisch Siesta. Also er wird lahm, müde, träge, bläht auf und alles macht Siesta, sage ich immer. Und bitter ist halt wie Sport machen. Ne? Nimmst du Bitterstoffe zu dir, werden erstmal alle Drüsen aktiviert, ihre Säfte zu produzieren. Also von der Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, alle Drüsen. Das ist total spannend. Ohne Sport zu machen, ist der Körper fit. Ja? Ich mache nämlich leider nicht so viel Sport und mache viel über die Ernährung, über Bitterstoffe. Und da kann man auch mit seinem Gewicht schön regulieren oder sich einfach gut fühlen. Weil bitter auch mental, das ist ähnlich wie Sport machen, wenn man jetzt draußen joggen war, dann ist man ja mental sehr entspannt, ne? Aber der Stoffwechsel ist angeregt. Und das ist eine schöne, da fühlt man sich einfach wohl. Und so ähnlich geht es einem auch, wenn man Bitterstoffe in sein Leben reinholt. Aha. Über die Nahrung. Sehr spannend. Ja. Also meine Medizin schmeckt bitter. Nee, aber auch das spreche ich mit den Leuten ab. Also je nach, ich lasse die Leute Globulis lutschen, die sind bitter beschichtet. Und dann kann ich gucken, wie derjenige darauf reagiert. Der eine sagt, macht mir gar nichts. Ne? Und der andere sagt, oh, das ist aber heftig. Dann fange ich erstmal langsam an. Und nach ungefähr 3 Tagen gewöhnt man sich auch. Die Geschmacksknospen auf der Zunge gewöhnen sich ganz schnell an bitter. Und nach einer Zeit findet man es sogar richtig lecker. Wirklich. Du arbeitest mit westlichen Pflanzen, ne? Und ich auch mit asiatischen, also auch mit TCM. Ich habe beide studiert, also westliche Medizin, also westliche Heilpflanzen, aber auch die asiatischen, genau. Und ich kombiniere die. Ich gucke immer, wer sitzt vor mir und schaue, ja, welches System sitzt da vor mir? Wo kommen die Ursprungsgene her? Was kann er vielleicht besser lesen? Ist es Bambus oder lieber Schachtelhalm? Also ich, das wird intuitiv, je nachdem, wer vor mir sitzt, dann sozusagen neu verhandelt. Ja. Hm. Was für Vorteile haben Pflanzen gegenüber Medikamenten? Ja. Die wirken sanfter. Das kann man... Manche würden sagen, das ist ein Nachteil, aber der Vorteil ist halt, dass du nicht so viel kaputt machen kannst. Also, dass du diese ganzen Nebenwirkungen, die du mit chemischen Sachen erzielst, halt nicht hast. Ne? Du hast einen sanfteren, es ist sanfter. Der Körper kann entscheiden, ob er diese Stoffe aufnehmen möchte oder nicht. Er wird nicht, bei chemischen Sachen ist es oft wie so ein Schlag in die Fresse. Und der Körper muss es schlucken, ob er will oder nicht. Und die Leber muss es umwandeln. Es muss ausgeschieden, verarbeitet, umgewandelt werden. Es ist eigentlich ein Stoff, den der Körper gar nicht kennt, weil er halt chemisch ist und nicht natürlich. Und wir sind Teil der Natur. Und der Mensch kann einfach die Natur am besten lesen. Es war nur früher nicht möglich, dass jeder in den Wald geht und die richtigen Pflanzen in der richtigen Dosierung, in der richtigen Kombi für den richtigen Menschen. Und genau das ist mein Beruf, das ist Phytotherapie, dass ich genau diese ganzen Aspekte, die ja auch nicht jeder wissen kann, vereine. Cool. Und, ich glaube, dass das auch, obwohl das schon so alt ist, ist es, glaube ich, die Zukunft, weil es ist so,
ich sehe Medikamente im Notfall total als wichtig an. Ja, ist total super, dass wir das haben als Notfallmedikation, aber nicht als Dauermedikation. Auf Dauer würde ich dazu raten, dass wir wieder mehr zu dem Natürlichen hingehen. Und auch bei Kindern. Ne? Warum müssen wir immer sofort zu den Kloppern greifen? Es muss ja nicht sein. Also ich habe jetzt meine Tochter 2,5, mache alles mit natürlicher Medizin und es funktioniert wunderbar. Ob Bindehautentzündung, Fieber oder Durchfall, Verstopfung, was Kinder halt so haben, Erkältung. Es gibt so viele Mittel in der Natur, die einem helfen und die dem Kind auch nicht schaden. Ja, absolut. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich arbeite ja auch mit westlichen Heilpflanzen und habe da auch gemacht. Und ja. Ja, das waren super viele Infos. Ich bin total geplättet von deinem ganzen Wissen. Und, ach, danke schön. Also wirklich. Für meine Hörer, wo können Sie dich denn finden? Ja, persönlich können Sie mich gerne in meiner Praxis besuchen. Die ganzen Kontaktdaten findet man auf meiner Webseite www.korasani.de oder com. Und ja, und da kann man, oder man schickt mir eine Mail, wenn man einen Rückruf wünscht, dann einfach die Nummer reinschreiben, dann rufe ich auch zurück, wenn es noch Fragen gibt. Genau. Cool, vielen, vielen Dank. Schreibe ich auch in die Shownotes. Ja, toll, vielen Dank, ja. Haben wir noch was vergessen? Ich überlege gerade. Es gibt so viel zu dem Thema, ich habe das Gefühl, das ist nur so ganz... Wir können ja auch noch mal irgendwann im Verlauf ein Folgeinterview machen. Ich glaube, du hast so viel zu erzählen, da ist noch mal ein zweites Interview drin, oder? Ja, ich muss mal ganz kurz die Tür aufmachen. Ja. Hallo? So, Entschuldigung. Ja, ja, sehr gerne, weil es gibt so viel zu dem Thema zu sagen und das war jetzt nur ansatzweise und ich hoffe, ich habe so einigermaßen alles gut erklären können. Ja, das war super. Ich danke dir total fürs Interview. Ich danke dir, meine Liebe.